Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bioshock Infinity. Ja, also los geht's. Die Sätze haben wir das letzte Mal zumindest noch geöffnet. Elisabeth, warte! Wow. Wo zum... Huch. Ja, ja. Klar. Gegen die Wand gebrezelt. Ist ja mal was Schönes, so zwischendurch. So. Und wo sind wir denn noch auf der Suche nach Elisabeth? Ach. Du. Halt dich fest, Kollege! Oh! Nett? Ja! Ja! Das... Ja! Danke, Mädel. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Na also, geht doch, Mädel. Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr zu kurz kommt... Oh, nee. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Freund, was du tust, ist unbedeutend. Danke. Freund, du wirst für dumm verkauft. Und, Freund, du bist nichts als ein Sklave. Menschenkind... Echt? Dieses olle Schloss? Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Finker. Was ist? Geschafft. Danke. So, etwas Silber und was haben wir hier? Hemd, Mantel der Leiden. Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Na ja. Da wir ja so permanent im Nahkampf üben. Hallo, Herr Wachmeister. Ja, ich glaube nicht, dass hier Klauen die beste Wahl ist. Nur, wir lassen's. Wir räumen auch nicht dieses Teil hier aus. Wenn es mich gefallen wird... Wir gehen weiter. So. Ja. Was denn Schönes. The future is Finken. The future is eine langsam aufbauende Grafik. Da wäre Ihr Waffenschmied. Wer schickt Sie eigentlich zu ihm? Wo? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Ja. Warum solltet ihr das wollen? Menschenskind, also wenn mir ja schon vorhin der Prophet auf den Senkel gegangen ist, dieser Mensch geht mir eindeutig auf den Zeiger. So, was denn hier? Okay. Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Wie kommen wir nach Finken rein? Ja. Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Nee, ist klar. Fink
Industries stellt momentan nicht ein. Kommen Sie ein andermal wieder. Ja, klar. Was habt ihr heute eingestellt? 0,1 Person? Sieht uns da wer? Hoffentlich nicht. Versperrt. Echt? Kannst du mal? Dieses olle Schloss? Ja, schnauze jetzt. Mach einfach. Bitteschön. Ja, danke. Zicke. Menschenskind. Zuerst an allem rumnörkeln und rummörsen. Und jetzt die Zicke raushängen lassen. So. Ja, die Salze. Kommen wir ja schon gut hin damit. Ich glaube, ich nehme ein Schild. Ich fühle mich schon besser. So, ein ungerades Mal zwischendurch. Und hier wird ausgeräumt. So. Was haben wir hier? Ah, Mun für Salvengeschütz. Also für den Granatwerfer. Und da kommt man nicht durch. Ja. Ja, nee. Ja, nee, ist klar. Gut, dann... Schauen wir uns hier oben noch etwas um. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine schlaue Idee ist, hier alles zu klauen. Ach, ich... Ach, nee. Ja, zwei Wachen. Verzeihung, Sir. Aber es hat doch geheißen, hier gäbe es Arbeit. Meine Papiere sind alle in Ordnung. Kann schon sein, aber wir sind voll. Aber ich habe mein ganzes Geld für die Fahrt von Baxtontown hierher ausgegeben. Nun, wir nehmen so viele drittklassige Tagelöhner, wie wir im Moment wollen, okay? Und wenn ich morgen wiederkomme? Momentan arbeiten Sie nicht für Mr. Fink. Sie können also gehen, wohin Sie wollen. Ach nee, nett. Ja. Bin ich froh, dass der dran ist. Hat er es wirklich satt, diesen Nichtsnutzen dauernd das Gleiche zu sagen? Oh nein, er hat nur noch eine Stunde. Zaubere wieder ein Lächeln ins Gesicht und begrüße die Zukunft von Fink Industries. Der du segne und beschütze sie. Ja, ist, eine nette Art. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein, dazu braucht man Finks Holz, einen Finkhammer und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Ja. Und, ja. Ja, nee, ich bilde mir natürlich hier ein Urteil, aber das spreche ich jetzt nicht Elizabeth aus. Zicke? Erledigt. Da drüben, ein Lastenaufzug. Na, der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oder tot. Ach du Schande. Ach du Scheiße, Mensch. Kannst du mal bitte... Danke. Ja, lecker. Von hinten auch noch. Midi muss nicht im Weg stehen. Wirklich nett. Sag mal, hast du gerne? Ja, vordran geht auch. Und hilf nochmal. Dann kann ich nachladen. Es funzt. Er rattert zwar immer noch. Wo ist der Blecheimer? Junge, du nervst. So. Und jetzt, wir nehmen als nächstes. Danke.
Ja, ja, freue du nur. Ja, ja, ich bin ja auch nicht blöde und bleib hier stehen. Wo kommen wir dann hin? Wow. Die ganze Armada Tontauben schießen. Lecke. Ja, Kasperkopf fallen. Ja! War es das? Jo. Nee, eine Pistole nehme ich nicht. So. So. Ja, das war eine ordentliche Runde Kasperkopf ballen. Ja. So. Und ich sag wieder zu viel. So. Was ist das? Weißt du was? Ich hab eh zu wenig Mund. Ich nehm hier. Ich nehm Nähmaschine. Dann mal querbeet ein. Du hast doch noch Ersatzteile. Jo, danke. So, und Lockpick. Schön. Ja, so, und wieder das so. Ich hab gehört, ich sag zu viel so. So. Zuckerwatte. Lecke. Nicht schon wieder so. Ich muss mich irgendwie mal etwas mäßigen. Hier ist etwas Geld. Jo, bitte. Danke, Mehl. Siehst du, sie taut schon noch auf. Aber eine falsche Bewegung und ja. Ich hab schon gedacht. Nicht noch mal so ein Ding. So, Magazin schon wieder so. Ja, Magazinvergrößerungen, gut und recht Schadensbooster. Man könnte sich überlegen. Nee, eine Magievergrößerung braucht es hier nicht. Hab eh zu wenig Schuss. Aber den Schadensbooster, ich glaube, das salvende Geschütz ist noch ganz nützlich. Da kriegen wir auch noch was hin. Also das bist du, Mädel. Danke für die Herzattacke. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. So, noch Silberriegel und... Verschlossen. Sieht einfach aus. Also dann mach mal. Geschafft. Nicht quatschen, machen. Und 129 Silberriegel. Jawohl. So geht das. Ich nicht was blitzen sehen. Wounded. Okay, Jalen, ist das nicht der, den wir aufsuchen sollten? Das könnte interessant sein. So, Gesundheit haben wir noch. Ja, Munition für Kebab, Karabiner. Da laden wir mal nach. Da laden wir auch nach. Ich glaube, ich wechsle wieder die Waffe. Hier, für die Kasse. Danke. Siehst du, mit Geld bestechen. Also. Das kann sie. Jawohl, jetzt. Wo gehen wir hin? Wird wohl das Einzige sein hier durch. Oh, da liegt noch Zeug im Schrank.
Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Lecke. Oder tot. Naja. So, Dietrich haben wir auch noch reingekriegt und ja, ich glaube nicht, dass wir noch... Ja, es blinkt so schön. Drück es. Ich drück dich. Und da rattert es. Okay. Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Ja, ich hab... Das Tagebuch meiner Mutter. Hab ich ja schon gesehen. So hatte Slate es. Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Ja, Mädel. Traurig aber wahr, ja. Wenn man so ungeschönt die Wahrheit ins Gesicht geschlagen kriegt, das ist nicht schön. Kommst du? Ach komm. Komm, Mädel, jetzt hab dich nicht so. Hier bleiben kannst du nicht. Eine Schnute ziehen musst du auch nicht. Siehst du, wir fahren jetzt mal eine Runde mit dem Fahrstuhl. Ja, wenn sie gefällt, fahren wir wieder hoch. Wär doch was. Oder? Wie in alten Zeiten. Kommst du? Nee, also. Na komm. Na, siehst du, mach doch Laune. Ich grüße euch. Ach, nee. Mein Name ist Jeremiah Fink. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist... Menschenskind, und jetzt das ganze Gesabel. Eben Mensch, schaltet Bienen. Den Fahrstuhl schneller. Seid wie Bienen. Seid die Bienen, sticht den Arsch in den Arsch. So, für mich. Vielleicht sollten Sie rangehen. Ich will nicht. Booker? Ja, es erinnert mich nur irgendwie an einen schlechten Horrorfilm. Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge, wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Das hat was. Ich wäre auch merkwürdig erfreut, mich selbst kennenzulernen. Der Mann hat ein Ego. Na, siehst du, ein Goldjunge. Keine Star Wars Sprüche und keine Star Wars Sprüche. So, als alte Trekkie. Ja, und es geht abwärts runter. Für einige fragen mich. Fink, wieso werden wir mit Waren bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte.
zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Nee, ist klar. Kommt mir so aus der Geschichte, dir lassen wir das. So. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Also du bist plombiert. Ey, Flambeau. Okay. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ach, zeig mir mal die Gang. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Da ist er! Na, schön. Moment. Komm die rein. Ich hab mir Freunde gemacht. Wilma, ich bin zu Hause. Na, ist nicht schlecht, das Ding. Glaub nur, dass man nicht allzu viel Munge kriegen wird. Darum, wenn's nicht sein muss. Ach nee, schau an, sie lieben mich. Komm runter. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber. Ciao. Nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Ja. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist und ein Werkzeug des Teufels. Wir bleiben drin. Lassen wir den mal quatschen im Hintergrund. Whisky, Frauen und Glücksspiel. Na ja. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Ja. Arbeiten, arbeiten, ihm in die Tasche wirtschaften und natürlich sich ausbeuten lassen. Ist klar, und das unter dem Deckmantel der Barmherzigkeit für die arbeitende Rasse. Ein Schelm, wer da Schlimmes denkt. Nun gut, liebe Freunde, ja, das war jetzt mal etwas, wie soll ich sagen? War wieder mal eine schöne Folge, hat es mich gedeucht. Und ich würde meinen, ich für meinen Teil freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge auch zuschaltet und dabei seid. In diesem Falle bis zur nächsten Folge. Bis denn dann und tschü, euer Sir Bones. Ciao.